geht ja wieder gut los, ne? Ungarin schon. Genau, ich war ja schon mal hier. Ja, wir hatten auch schon in zwei Urlauben jetzt den ungarischen Nudeltopf dabei. Genau. Wo ist der eigentlich? Wo ist der? Der ist abgelaufen. Der ist abgelaufen. Du könntest auch Ungarn sein. Warum könnte ich Ungarn sein? Wegen dem Mann da. Was ist mit dem Mann? Der sieht aus wie du. Warum sieht der denn aus wie ich? Der auch im Adidas-T-Shirt rumrennt. In dem Adidas-T-Shirt. Genau. Dunkle Haare. Denselben Bart und denselben Bauch. Wie ist die Reise für dich bisher? Sehr entspannt, mit zwischendurch stressigen Situationen und lauten Situationen. Ja? Aber sehr entspannt. Was ist denn stressig? Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Die Kleinen? Der Kleine. Der Kleinste? Der Kleinste, genau. Ja, der ist laut. Gelangweilt, glaube ich, ne? Oh, viel zu weit. Viel zu weit. Ist ja nicht so, dass man nicht kreativ ist, ne? Getroffen. Ja, leider rausgerutscht wieder. Ja, der war aber drin. Ja, was ist da rausgefallen? Aber beim Fußball zählt ja auch, wenn er gegen das Netz geht und wieder raus ist. Molly. Hier ist das anders. Komm hier hin. Hier gilt nur, dass wir dich gewinnen. Und dann erreichen wir nach einer langen Fahrt endlich Rumänien. Ziehen. Warum war da stehen geblieben hinter dem? So, wir haben jetzt die Spur gewechselt, weil da gar nichts weitergeht. Und wir haben auch gerade gesehen, dass da All Passport steht und hier ist jetzt EU. Also. Ich weiß aber nicht, ob das wer der Band ist. Sind wir hier richtig? Rumänien, wir haben es geschafft! Also schon ein kleiner Erfolg jetzt, ne? Ja. Irgendwie. Voll. Muss man sagen. Oh, ich freue mich. Wir waren auch schon sehr lange unterwegs. Ist ja wohl Strom okay. Hier. Ram. Hat anscheinend gepasst, ne? Gut. Kann den Baum berühren? Ein bisschen. Das passen wir, glaube ich, gar nicht durch. Soll ich mal gucken gehen? Dann müssen wir über die Gleise und dann... Passen wir nicht. Passt doch. Karte sah das hier total klasse aus. Vor Ort ist leider sehr viel Müll. Ich versuche einmal so. Also geht die Stellplatzsuche weiter. War ja ganz einfach. Sag ich doch, wir schaffen das. Über Park4Night finden wir diesen Stellplatz in der Nähe von Sam.
Ja, wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz Alex irgendwo in Rumänien. Ich weiß jetzt gar nicht genau wo, aber da blenden wir dann mal irgendwie ein am besten. Wir sind ganz alleine hier. Ist eigentlich ein super schöner Stellplatz, aber ist leider ein bisschen verfallen. Vielleicht wegen Corona oder was, letztes Jahr keine Besucher gehabt. Die Besitzerin ist jetzt bei der Arbeit, also irgendwo außerhalb arbeitet die. Ist ein bisschen schade drum, weil hier ist echt super mit dem Pavillon. Toiletten scheinen mitten im Bau gewesen zu sein. Hier kommen, da sind noch so Häuser, die noch gebaut werden. Tja, schade. Und jetzt haben wir Hochsaison und ist keiner da. Aber ist auch schwer, jemanden zu finden hier. Ne? Wir sind gestern angekommen und dann musste man erstmal nach einer Nummer suchen und die anrufen. Und dann kam irgendwann jemand und dann konnten wir unseren Beitrag hier leisten. Schade ist natürlich so ein bisschen hier direkt an der Hauptstraße zu stehen. Heute Nacht war aber ziemlich ruhig eigentlich. Aber so tagsüber steht man zwischen Hauptstraße und Bahngleisen. Und ist dann nicht mehr so entspannt. Aber sehr, sehr schöne Ecke hier. Ja, dadurch, dass wir alleine sind, kann der Hund natürlich schön laufen hier. Ne? Jetzt ne, ist ringsrum eigentlich abgeschlossen, außer vorne das Tor. Aber eigentlich ist es auch schön. Kein Problem mit Hund. Am nächsten Morgen ist super Wetter und wir entschließen uns, in der Nähe von Petrosani eine Flusswanderung zu machen. Da wir gerade in der Nähe von Hermannstadt sind, also Schibio, und uns die Zeit ein bisschen vertreiben müssen, weil wir auf den Norbert warten, aber dazu später mehr, schauen wir uns mal die Salzseen an. Der Hund darf mit rein, aber nur mit Maulkorb. In den Seen ist teilweise so viel Salz, dass man wie ein Korken im Wasser schwimmt. Und ein Schlammbad haben wir dann auch noch direkt gemacht. Wir müssen noch mal in den Laden jetzt. Das ist schon mal für die Katzen. So, ein bisschen was haben wir noch gefunden. Jetzt können wir noch mit dem Norbert die Mitbringsel aus Deutschland verteilen. Und kurz vorher haben wir ja noch ein paar Süßigkeiten geholt. Der Norbert engagiert sich schon über 30 Jahre für arme Menschen. Hier kommt jede Spende genau dort an, wo sie hingehört. Die Ballpumpe und die Bälle haben den Jungs natürlich am besten gefallen. Nachher hat Norbert uns dann noch seinen Geheimtipp für die nächste Nacht gezeigt. Natürlich haben wir das genutzt und hatten einen ganz tollen Ort, ganz für uns allein.
Dass wir uns um die Wild- und Schäferhunde kümmern, passt unserer Molly gar nicht. Die passende Herde kommt auch gleich zu Besuch und leistet uns ein wenig Gesellschaft. Aber dass dann Kühe aus dem Wald kommen, ist dann doch wieder ein bisschen seltsam. Man sieht was. Damit wir in aller Frühe einsatzbereit sind, übernachten wir an einem kleinen Fluss direkt am Fuße des Transfagarajan. Auf dem Transfagarajan fahren diese Panoramastraße hoch, extra früh. Wir haben 7:30 morgens und es regnet ein bisschen, dementsprechend wenig ist hier noch los. Wir kämpfen uns jetzt mal hier die Berge hoch. Bis jetzt läuft ganz gut. Wir haben aber auch oben bis zu dem See noch 11 Kilometer, da kann also noch was kommen. Wir hoffen natürlich, dass wir auch mal einen Bären sehen. Guck mal, hier läuft Wasser unter den Tunnel. Im Tunnel. Im Tunnel. Angekommen, machen wir eine schöne Wanderung um den Balea-See. Auf über 2000 Metern gibt es sogar etwas Schnee für uns. Der Bär. Da sitzt ein Bär. Nee. Da sitzt ein Bär. Nein. Doch. Doch.
darf nicht einatmen danach. Das ist das Haus von Prinz Charles. Ja, ich bin fast illegal in den Schengen-Raum eingereist.